Mein Name ist Andreas Sühlmann, ich bin Disponent bei der Agrarservice GmbH mit Hauptsitz in Nordrup. Zudem wird ein Zweigsitz in Recke im Kreis Steinfurt betrieben. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Lohnunternehmen, in dem wir hauptsächlich im Bereich Kartoffeln sowie Mais- und Grünfutterernte arbeiten und tätig sind. Zudem wird ein Landmaschinenverleih und eine Werkstatt betrieben. Wir beschäftigen derzeit 30 Festangestellte in beiden Filialen, in denen wir das ganze Jahr für unsere Kunden tätig sind. Unsere 6 Meter Güllerweize setzen wir ganzjährig in der Nachsaat von Grünland in Kombination mit einem 6 Meter Striegel ein. Wir rechnen in diesem Jahr mit ungefähr 600 bis 700 Hektar, die wir mit der Prismenweize in Zusammenhang mit Bodenbearbeitung und Aussaat für Grünroggen erzielen werden. Zudem setzen wir die 6 Meter Prismenweize der Firma Güttler zur Maiszünstlerbekämpfung in Kombination mit einer 6 Meter Scheibenegge und entsprechendem Nachsägerät für Grünroggen und ähnliche Zwischenfrüchte ein und konnten diese 3 Arbeitsgänge, Zünstlerbekämpfung, Bodenbearbeitung und Aussaat mit der Güttlerweize prima kombinieren, sodass uns das Mulchen nach Maisstoppeln erspart blieb und wir somit kostengünstiger für die Kundschaft arbeiten konnten.